Kommt, steigt auf eure Mustangs, die große Jagd geht los! Und Ehre dem, dem es gelingen sollte, kleiner Donner zu fangen! Kleiner Donner? Es ist keine Schande, vom wildesten aller Pferde abgeworfen zu werden. Folgt mir! Vater, wer ist kleiner Donner? Ein kräftiges und besonders mutiges Pony, aber hitzköpfig und eigensinnig wie kaum ein anderes, fast so wie mein Sohn Jakari. Kleiner Donner will sich nicht so leicht einfangen lassen. Schon dreimal ist er uns entwischt. Doch diesmal gibt es keinen Entkommen für ihn. Hey! Wir holen uns den Mustang! Wenn ich doch auch nur ein Pferd hätte. Du weißt ja noch nicht mal, wie man richtig aufsitzt. Hey, ich weiß, wo wir die Mustangs sehen können. Na, worauf warten wir dann noch? Nichts wie los, die wild werden! Kleiner Donner sein. Sieh mal, unsere Jäger kommen. Sie wollen die wilden Mustangs vor den Felsen einkesseln. Da ist kleiner Donner. Denk ja nicht, du kannst mich so loswerden, kleiner Donner. Ja! Ha. Diesmal hast du dich endgültig ausgetrickst. Nun gehörst du mir, kleines Pferdchen. Dieses Pony hat Flügel an seinen Hufen. Niemand wird es je bezwingen. Ihr habt alle Pferde eingefangen. Und kleiner Donner? Der hat mich glatt reingelegt. Frech. Spitzer Pfeil meint, er war schneller. Er ist schnell und klug. Schlau, kleiner Donner. Kleiner Donner, beruhige dich doch. Ich hole dich da raus. Aber dazu musst du mir vertrauen, kleiner Donner. Hörst du? Oh. Pass auf, du musst mir gut zuhören. Die Felsen erschlagen uns, wenn du nicht stillstehst. Hast du verstanden? So, der
Finger noch und du bist frei. Los, lauf schon, kleiner Donner. Danke, dass du mich gerettet hast. Natürlich, Akari. Aber du sprichst ja. Und kennst meinen Namen? Deinen Namen und noch vieles andere, Akari. Zum Beispiel weiß ich, dass du dich dem kleinen Pferd gegenüber gerade sehr großmütig verhalten hast. Und das verdient Dank. Das hast du eben gesehen? Ich bin stets an deiner Seite, Akari. Ich bin dein Totem. Ich bin dein Beschützer. Und nun weiß ich auch, du bist ein Freund der Tiere und verdienst Vertrauen. Schließ die Augen, Akari. Dies ist meine allerschönste Feder. Sie ist ein Geschenk für deine Tapferkeit und ein Zeichen unserer ewigen Verbundenheit. Erweise dich ihrer auch weiterhin als würdig. Ich habe ihn sogar berührt. Ich brauchte meine Hand nur auszustrecken und habe ihn einfach... Oh, kleiner Donner. Auf den Rücken, kleiner Donner. Mir fällt schon noch ein Trick ein, wie ich das hinkriege. So ganz bestimmt nicht. Lächerlich. Wie? Aber du kannst reden? Klar. Und verstehen kann ich dich auch noch. Ja, ich kann dich auch verstehen. Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Warte mal, kleiner Donner. Eine hübsche Feder hast du da. Steht dir richtig gut. Unglaublich. Das heißt, ich kann mit Tieren sprechen. Ist das toll? Vielleicht sogar mit allen Tieren. Genau wie mit dem Adler. Ich kann plötzlich mit den Tieren sprechen. Das ist so, weil ich dir mein Vertrauen schenke, denn du bist ein Freund der Tiere und ich weiß, dass du sie verstehen und vor bösen Menschen beschützen wirst. Woher hast du die Feder, Akari? Die habe ich von Großer Adler als Belohnung für meine Heldentat. Ja? Für welche Heldentat, Akari? Die Rettung von Kleiner Donner. Kannst du das beweisen? Wie der Wind trägt die Fantasie den Jungen fort. Gib die Feder her, mein Sohn. Aber... Du hast die Feder sicher verdient, Akari. Doch erst musst du das dem Stamm gegenüber beweisen. Nur wer vor aller Augen eine Heldentat begangen hat, darf die Feder eines Adlers tragen. Und du wirst noch viele große Taten vollbringen. Zum Beispiel auf Kleiner Donner reiten? Zum Beispiel. Und dann darfst du diese Feder tragen. Ich werde ihn zähmen, das weiß ich. Und dann gehört die Feder von Großer Adler wirklich mir. Thank you.
Ach.